Daniel hat im Jahr 2021 oft im Homeoffice gearbeitet. Nun fragt er sich, ob und wie sich das in seiner Steuererklärung auswirkt. Aus dem Vorjahr weiß Daniel schon, was ein Homeoffice-Tag ist. Homeoffice-Tage sind nur solche Tage, an denen er ausschließlich bei sich zu Hause oder in der Wohnung seiner Lebenspartnerin oder von nahen Angehörigen gearbeitet hat. Das Arbeiten im Café oder im Park zählt nach wie vor nicht dazu. Neu ist seit dem Jahr 2021 ein sogenanntes Homeoffice-Pauschale. Dieses können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die im Homeoffice tätig sind, unversteuert auszahlen. Dabei können für maximal 100 Tage im Jahr bis zu 3 Euro pro Tag steuerfrei berücksichtigt werden. Daniel hat 60 Tage von zu Hause aus gearbeitet. Dafür hat ihm sein Arbeitgeber 120 Euro steuerfrei ausbezahlt. Diese Information findet er am Lohnzettel, den sein Arbeitgeber auch an das Finanzamt geschickt hat. Das heißt also, Daniel hat für einen Homeoffice-Tag 2 Euro vom Arbeitgeber bekommen. Er kann aber insgesamt 3 Euro Homeoffice-Pauschale pro Tag geltend machen. Was muss er nun tun? Die Differenz auf die gesetzliche Höhe wird im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung automatisch berücksichtigt. Er bekommt somit noch zusätzlich 60 Euro als Werbungskosten angerechnet. Daniel kommt somit insgesamt auf eine Homeoffice-Pauschale von 180 Euro. Übrigens, Daniels bester Freund hat keine Zahlung von seinem Arbeitgeber erhalten. Trotzdem bekommt er für die geleisteten Homeoffice-Tage das Pauschale automatisch vom Finanzamt berücksichtigt, wenn die Anzahl der Homeoffice-Tage am Lohnzettel steht. Aber was kann Daniel nun von der Steuer absetzen? Daniel hat sich im Jahr 2021 einen neuen Drucker um 100 Euro gekauft, den er zu Hause hauptsächlich beruflich nutzt. Grundsätzlich kann er 60% der Anschaffungskosten des Druckers als beruflichen Anteil in der Steuererklärung geltend machen. Der Rest von 40% wird als Privatanteil nicht berücksichtigt. Allerdings sind digitale Arbeitsmittel, wie zum Beispiel der Drucker, zuerst durch das Homeoffice-Pauschale zu kürzen. In diesem Fall macht das Pauschale bereits mehr aus, als er für den Drucker ansetzen kann. Seine Kosten sind damit bereits gedeckt. Dennoch muss Daniel den beruflichen Anteil der Anschaffungskosten, in seinem Fall sind es 60 Euro, in der Kennzahl 169 der Arbeitnehmerveranlagung eintragen. Weitere Beispiele für digitale Arbeitsmittel sind Computer, Tastatur und Maus, Bildschirm, Headset, Bildschirmkamera, USB-Stick, Router. Daniel hat sich aber auch für die Ausstattung seines Schreibtisches noch einiges dazu gekauft. Um ergonomisch besser arbeiten zu können, hat er eine Schreibtischlampe gekauft. Diese ergonomische Büroausstattung kann zusätzlich zu den Werbungskosten gesondert abgesetzt werden, wenn zumindest 26 Tage im Homeoffice im Jahr verbracht wurden. Die Kosten für die Lampe müssen dabei nicht um das Homeoffice-Pauschale gekürzt werden. Daniel trägt den Gesamtbetrag der ergonomischen Gegenstände in der Arbeitnehmerveranlagung unter der Kennzahl 158 ein. Bis zu einem Höchstbetrag von 300 Euro werden diese Kosten im Jahr 2021 berücksichtigt, wenn er im Vorjahr keine Aufwendungen geltend gemacht hat. Der übersteigende Restbetrag wird automatisch in den Folgejahren berücksichtigt, wenn wieder mindestens 26 Tage im Homeoffice gearbeitet wurden. Weitere Beispiele für ergonomisches Büromobiliar sind Schreibtisch, Schreibtischlampe, Schreibtischsessel, Fußraster. Daniel braucht für seine Arbeit im Homeoffice auch Schreibmaterialien, die ihm von seinem Arbeitgeber nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für seine beruflich verwendeten Stifte, Mappen und Ordner kann Daniel in der Kennzahl 719 angeben. Wenn die Gesamtsumme der Werbungskosten, also zusammen mit dem Betrag aus den digitalen Arbeitsmitteln, insgesamt das Werbungskostenpauschale von 132 Euro im Jahr übersteigt, bekommt Daniel seinen Anteil von der Steuer gutgeschrieben. Wenn die Gesamtsumme weniger als 132 Euro ausmacht, wird das Werbungskostenpauschale von 132 Euro trotzdem automatisch berücksichtigt. Hier noch einmal die Checkliste.
Die Auszahlung eines Homeoffice-Pauschales durch den Arbeitgeber bleibt für maximal 100 Tage mit bis zu 3 Euro pro Tag unversteuert. Eine allfällige Differenz auf 3 Euro pro Tag wird automatisch durch das Finanzamt bei der Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt. Die Kosten für digitale Arbeitsmittel zusammenzählen und in die Kennzahl 169 eintragen. Die Kosten für ergonomisches Mobiliar in die Kennzahl 158 eintragen. Die Kosten für alle anderen Arbeitsmittel zusammenzählen und in die Kennzahl 719 eintragen. Achtung! Strom- und Heizkosten und Aufwendungen für Homeschooling der Kinder können hier nicht inkludiert werden.